Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Survive Dead Sea. Ich befinde mich hier im Hauptmenü der CryEngine Software, die ich mir eben gerade runtergeladen habe, weil ich möchte euch in dieser Folge etwas zeigen, und zwar die Dead Sea Demo 1.5, die in der Alpha-Version ist, glaube ich. Warum? Ganz einfach, aktuell wird der Zieher auf die Unreal Engine 4 umgeswitcht, sage ich mal. Und da das ein bisschen dauert und ich in dieser Zeit natürlich trotzdem ein paar Dead Sea Videos rausbringen möchte, dachte ich mir, komm, zeigst du doch mal die Demo. Die gibt ja schon mal so einen ungefähren Eindruck, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln soll. In der Demo hat man auch ein paar bestimmte Ziele, die auch anders sind als die aus dem bisherigen Steam-Content, sage ich mal. Und ich klicke einfach mal auf Load. So, in der Demo geht es nämlich darum, man startet, wie könnte es auch anders sein, in einer großen Wüste. Boah, Alter, ist das laut. Moment, ich muss mal gerade hier. Music, Sound, ich stelle mir hier beides ein bisschen runter. So. Ach ja, wir sind mit diesem Helikopter abgestürzt. Alles ist hier derbe am Wackeln. Man sieht hier, unsere HP gehen gerade mächtig runter, weil ich gerade in der Sonne stand. Ja, unser Quest ist es einmal, wir müssen einen Shelter finden und 35 Food, die hier verteilt sind. Wenn wir in der Sonne rumlaufen, kriegen wir Damage, weil es halt scheiße heiß ist. Und wenn wir im Schatten rumlaufen, werden wir ein bisschen geheilt. Das ist aber auch schon. Warte mal, ich guck mal gerade. Sorry, ich muss gerade noch mal ein bisschen hier das ein bisschen runterstellen vielleicht. So, dürfte okay sein. So, und unsere Gegenspieler, sage ich mal, sind einmal... Wow. What the fuck? Sind einmal diese komischen Sandtornados, die hier überall rumfliegen. Einem komme ich jetzt schon gefährlich nah. Und einmal natürlich die Hitze. Unsere HP gehen runter. Okay, das ist gerade, glaube ich, keine gute Idee, wenn ich da hinlaufe. Da ist ein... Kommt der auf mich zu? Der kommt auf mich zu. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das ist nicht gut. Lass mich in Ruhe. Okay, ich laufe in eine andere Richtung. Ich habe mich gerade umentschieden. Ich werde nicht in diesen Sandtornado reinlaufen. Mit Sicherheit nicht. Ja, die Version auf Steam wird grafisch logischerweise ein bisschen anders aussehen, weil die Unreal Engine 4 sieht nun mal anders aus als die CryEngine. Kann es sein, dass das Ding mich irgendwie verfolgt. Unsere HP sinken langsam, aber sich jetzt wohnlos. Ich versuche mal da hinten hinzukommen. Feind Shelter. Ey, lauf weiter. Nicht stehen bleiben, weiterlaufen. Ich weiß, dass man hier auch irgendwie diese Sandhügel runtersliden kann, aber ich weiß blöderweise nicht, auf welcher Taste. Okay. Ich laufe mal hier hoch. So, ich glaube, diese Essensrationen sind hier in irgendwelchen Kisten. Alter Vater, diese Sandtornados, die machen dann aber... Jetzt kommt da schon wieder einer von links. Egal, ich werde jetzt dahin rennen. Unsere AP sinken ins Bodenlose. Feind Schelte. So, ich muss mich erstmal ein bisschen in den Schatten platzieren. So, und jetzt sieht man, unsere HP gehen wieder nach oben. Das hatte ich übrigens auch schon bei der Steam-Version ausprobiert. Ich hatte mich da ja... Oh, ist hier was? Kann ich das... Jawohl! Ich habe Essen gefunden. Sehr gut. Ich habe schon mal die erste Essensration gefunden. Wunderbar, ich heile mich hier gerade mal ein bisschen hoch. So, mit B kann ich die... Alter, wie viele Sandtornados. Mit B kann ich das Zeug essen und kriege dadurch quasi einen Powerschub. Wie quasi durch die Medipacks in der Steam-Version. Da wollte ich eigentlich als hin. Zu dieser Kack-Sandtornado. Okay, ich laufe mal in die Richtung. So, 1 von 35 haben wir schon mal. Sehr, sehr gut. Feind ist Shelter. Ich glaube, die Shelter ist nicht wirklich eine Shelter, die ich finden muss. Ich weiß, glaube ich, was das ist, was ich suche.
Shelter ist, glaube ich, ein bisschen der falsche Begriff, aber okay. Laufe ich hier überhaupt auf irgendetwas zu? Das ist doch eine Fata Morgana da hinten. Das ist irgendwie ein bisschen komisch alles. Okay, da kommt ein Sandtornado auf mich zu, sehr gut. Okay, komm, ich esse mal was. Yummy, 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 yummy. Und da habe ich doch gleich mal einen übelsten Power-Schub bekommen. Oder komm, lauf, Junge, lauf. Alter, wie weit ist denn das weg? Ich glaube, ich laufe hier nicht wirklich auf etwas zu. Kann es sein, dass es echt eine Fata Morgana war? Gibt es hier in der Demo sowas? Scheiße. Okay. Verdammt, da ist gar nichts. Ich laufe mal darauf zu. Da sehe ich doch eindeutig eine... Oh, verdammt, werde ich das überleben? Und da ist doch was. Da ist doch was. Ich sehe doch da was. Ich bin mal gespannt, wohin die Reise geht von Dazy. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr... Hä? Oh, nee, sag mir nicht. Ich bin wieder... What the fuck? Bin ich jetzt wieder... Okay, ich muss auf jeden Fall mich ein bisschen hochhalten. Ist das ein anderer Helikopter? Ich durchsuche mal. Das ist ein anderer Helikopter, oder? 2 Food, oh mein Gott. Ey, Moment mal, Food plus 2. Müsste ich da jetzt eigentlich 3 Food haben? Also meiner Meinung nach ergibt 1 plus 2 3. Okay. Warte mal, oder wenn ich jetzt B drücke? Was passiert, wenn ich jetzt B drücke? Die gibt mir wieder ein Foodflügel. Nee. Okay, da hat der Counter irgendwie nicht richtig mitgezählt. Ich habe 2 Food gefunden, aber es wurde mir nur einer gut aufhören. Oh, oh. Ich muss hier weg. Lauf. Da kommt unser Tornado. Ich muss hier weg. Definitiv. Ich laufe mal dahin. Ja, ich bin mal gespannt, wohin die Reise geht. Von der Vollversion. Dieser Tornado fliegt mir hinterher, das gefällt mir gar nicht. Vielleicht muss ich da noch hin. Ich bin gespannt. Die Unreal Engine 4 sieht auch echt ein bisschen anders aus. Die Entwickler haben ja schon die ersten Screenshots veröffentlicht. Wo sie da mit dem Charaktermodell ein bisschen rumgelaufen sind, wo sie ein bisschen die Wüste gezeigt haben. Ich bin mal gespannt. Also ich habe mich entschlossen, hier dieses Video zu machen, weil die Entwickler schon bestätigt haben, dass die Vorvision auf jeden Fall der Demo logischerweise ähnlich sehen wird, dass es in diese Richtung gehen soll. Und ich dachte mir, wenn es in die Richtung gehen soll, dann zeigst du doch schon mal diese Richtung. Alter, was ist denn hier los, ey? Wir sollen noch mal ein bisschen was mampfen. So, da ist doch bestimmt was drin, oder? Ist doch bestimmt, jawohl. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe wieder 2 Food gefunden, aber es wird mir wieder nur 1. Was ist das denn hier? Liegt da was? Kann ich das aufnehmen? Ich glaube, in der Demo gibt es hier noch nicht wirklich sowas wie Inventar. So, laufen wir mal da drüben hin. Drei von 35 haben wir schon. Das kann ja echt dauern, bis man die alles zusammen hat. Ich frage mich, ob das neu spawnt, weil der Counter ist ja nicht ganz korrekt, sage ich mal. Ich meine, ich habe schon 5 Einheiten Essen gefunden. Oh, warte, ich glaube, das kenne ich. Das kenne ich, glaube ich. Ist hier nicht die Shelter? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. So, hier ist auf jeden Fall wie eine Kiste. Oh, plus 3 Food. Ich glaube, der Counter dort bezieht sich darauf, wie oft man was zu essen findet. Puh, so, erstmal hier ein bisschen im Schatten stellen. Stellen ein bisschen regenerieren. 4 von 35. Ist hier nicht irgendwie auch die Shelter? Ich meine, dieser Ort kommt mir bekannt vor. Versuche mal hier hoch zu... Da! Da. Das da meine ich. Ist das nicht die Shelter, die man finden soll?
gerade noch mal ein bisschen die Umgebung ab. Das da sieht mir doch nach etwas aus, was man finden soll. Ja. Ich habe es gefunden. Das Ding ist es doch, oder? Food plus 1. Quest Find a Shatter. Ist das Ding nicht das, was man finden soll? Ah, jetzt bin ich hier runtergeglitscht. Ist das eine Angel? Wieso nicht den Angel? Okay, du etwas machen. Okay. Mysteriös, wieso liegt hier eine Angel? Ach so, lol. Okay, ich glaube, ich weiß, worauf das anspielen soll. Ist hier noch irgendwas zum Looten? Looten, Looten, Looten? Hier vielleicht? Wieso die Version auf Steam nicht so viel Content hat wie die Demo 1.5, kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ich frage mich aber gerade, ist das hier nicht... Oder gibt es hier doch noch etwas anderes, was man finden kann? Ich dachte, das hier wäre diese Shelter, die man finden soll. Okay, anscheinend nicht. Also anscheinend ist das echt nur ein beschissener Stuhl auf einem Felsen, wo eine Angel liegt. Okay, Shelter. Wo könnte die Shelter sein? Ich sprinte mal gerade darüber. Find a Shelter. Wo könnte hier eine Shelter sein? Ich weiß natürlich, kann man den Quest überhaupt erfüllen? Gibt es überhaupt irgendwie sowas? Also das sah ja schon echt sehr vielversprechend aus. Ich habe ehrlich gesagt aber nicht den anderen Felsen angeguckt. Das sollte ich vielleicht auch noch machen. Liegt doch schon wieder was, oder? So, Food plus 1. Sehr, sehr nice. Ich würde aber gerade gerne nochmal zurückrennen, weil ich habe mir den anderen Felsen ja nicht angeguckt. Also das Ding sieht doch schon recht imposant aus. Ist hier nicht die Shelter, die man finden soll? Wirklich nicht? Hier überhaupt irgendwie hoch. Ich kann aber versuchen, hier hoch zu jumpen. Ah, Sonneneffekte. So, mal gucken, was haben wir denn hier oben so drauf? Hier oben ist echt nicht so mega viel. Da oben scheint auch nicht wirklich was zu sein. Ich versuche mal hier geschickt runter zu klettern. Schon schönes Plätzchen. Also wenn es so eine ähnliche Stelle in Game geben würde, dann würde ich mich hier doch glatt niederlassen. Ich glaube, hier ist aber echt nichts. Tja, verdammt, nichts mit Shelter. Was ist das hier? Kann ich das durchsuchen? Was ist das denn? Keine Ahnung, soll wohl ein Stück Holz sein? Ich weiß es nicht. So, ich bin in die Richtung. Ich laufe mal da so hin. Ha, 6 von 35. Feindliche Shelter. Ich weiß gar nicht, ob man hier in der Demo überhaupt speichern kann. Ich glaube, man kann speichern, aber das Ganze glitchy und ein bisschen verbuggt mit dem Speichern, keine Ahnung. Oh, was haben wir hier denn? Hallöchen. Also irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass diese Dinger nicht mehr wirklich fahrtauglich sind. Kann ich hier irgendwie was finden? Ich drücke die ganze Zeit zwischendurch mal F, um zu gucken, ob ich was looten kann. Tja. Die Jungs hier, die hatten wohl ein bisschen Pech. Ich glaube, ich sollte wieder eine Ration essen. Die wird schwer, nicht so brillant. Alter, 6 von 35 erst. Das kann ja noch was werden.
Vielleicht werde ich hier auch wieder ein bisschen was zusammenschnippeln. Vielleicht werde ich auch einfach mehrere Parts aufnehmen. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Die loote ich natürlich sofort. Sehr gut. So, das ist doch auch schon mal wieder recht vielversprechend. Was ist das hier? Was? Nicht wirklich, nicht wirklich. Das hört sich immer an, als würde ich aus irgendeiner Plastikdose irgendwie mit einem Strohhalm schlürfen oder so. Wie slide ich denn? Das würde mich echt mal interessieren. Find a shelter. So, da liegt noch irgendetwas. Ich steuere aber erstmal diese Mini-Oase da an. Vom Charakter. Lauf. Lauf, 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 lauf. Es gibt hier auch noch, das habe ich gesehen, als ich das einmal einfach so mal angezockt habe, irgend so ein lustiges Schild in der Wüste, was ich finden kann. Oh, da ist hier die Kiste. Looten! Oh, sehr gut. Dreimal Food. Dreimal Food. Es läuft. Es läuft, da kann ich mir erst mal zwei rausgeben, hab ich gehört. So, da ist doch wieder... Ist das der Helikopter, den ich schon kenne? Das ist auf jeden Fall ein Helikopter. Ich weiß, ist das ein Helikopter, den ich schon kenne? Ich weiß es nicht. Nein, hier war ich noch nicht. Hier ist eine Kiste. Ist dann natürlich das Zeug gespawnt. Was heißt die Spawn? Ist halt das Food. Das spawnt immer neu. Das weiß ich natürlich nicht. Ach, gerade voll verschluckt. So, mal gucken. Ich laufe mal in die Richtung weiter. Das sieht mir ein bisschen weiter aus, aber ich habe noch ordentlich zu futtern. Das ist ja so ein Kaktus, so ein kleiner. Boah, das ist veralter. Das sieht ja auch aus. Ich frage mich, wenn es hier eine Shelter geben soll, also bauen kann ich mir logischerweise keine. Ich meine, ohne Inventar kann ich ja schlecht irgendwas bauen. Oh fuck, ey. Das Ding kommt direkt auf mich zu. Ich versuche mal eben einen kleinen Umweg zu laufen. So, okay. Diese Sandstürmer auch die Oasen immer gezielt um. Was ist los? What the fuck? Was ist jetzt los? Was geht? So, was wie gut. Was? Oh scheiße. Ich bin zu nah. Ich bin zu nah an diesem Wirbelstock. Ich muss hier weg. Lauf, 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 lauf. Alter, was war das denn jetzt gerade? Ich glaube, ich war zu nah an diesem Ding da irgendwie dran. Ich habe noch einmal Food auf Reserve. Oh, ich glaube, ich bin gerade fast gestorben, würde ich mal sagen. Der Wirbelsturm hätte mich fast erwischt. Man braucht den Dinger nämlich nicht wirklich nahe kommen. Die reißen einen echt aus ziemlich großer Entfernung mit sich und töten einen instant. Vielleicht ziehe ich mal hier zurück. Lass mal schnell in Schatten gehen. Das war knapp. Und hier ist nichts. Heißt das, hier war ich schon? Oh oh. Nein. Geh weg. Geh weg. Mach einen Abgang. Okay, ich habe noch einmal Food. Ich muss mich auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen hochheilen im Schatten. Sonst kann ich den nächsten One vergessen. Ich denke mal, ich werde dann dahin laufen. Wieso sind meine AP jetzt schon wieder? Okay, hier steigt sie. Ich bleib mal hier ein bisschen stehen. Können diese Sandstürme eigentlich auch durch die Oasen direkt durchfliegen?
das Ding kommt sehr, sehr nah. Das Ding kommt mir ein bisschen zu nah, wenn ich ehrlich bin. Ey, genau da will ich hinlaufen. Beweg dich. Scheiße, ey. Wie das Ding da seine Bahn zieht. Das ist echt unglaublich. Okay, komm. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Ich lauf mal in die Richtung hier so ein bisschen. Da ist das Schild. Das Schild will ich eigentlich noch zeigen. Aber da ist genau der Sturm. Ich laufe erstmal zu den Kakteen. Ist aber nichts, wie es aussieht. Das Schild würde ich natürlich eigentlich gerne zeigen. Hoffentlich komme ich dahin. Das Schild will ich sehr, sehr gerne mal zeigen. Ja, guckt euch das mal an, ey. Guckt euch das mal an. Ja, das ist auf jeden Fall die wunderschöne Vorderseite. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Oh. Okay, lauf, 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 lauf. Okay, anscheinend geben die Dünen hier einen richtig guten Schutz. Alter, da wäre ich fast gerade gestorben. Boah, wie ich gerade nochmal dem Tod von der Schippe gesprungen. Da hat mich der Wirbelsturm oder der Sandsturm doch glatt erfasst und hat mich weggeschleudert. Zum Glück nur in diese Kuhle. What? 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 Was? 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 Was ist jetzt los? Was? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was? Was geht jetzt ab? Ich sehe da eine ganz, ganz, ganz große Oase. Ich laufe da einfach mal hin. Hä, ist hier irgendwie ein Filmschiff oder mehr? Hä? Wieso? Ist das hier irgendwie Map-Ende und ich werde auf jeden Fall sterben? Alter, guckt euch diese riesen Oase an. Da bin ich jetzt hin. Genug HP habe ich noch, um da anzukommen. Aber wieso? Alter, was geht mir jetzt hier ab? Egal, lauf. Ich laufe jetzt hier strömlich drauf zu. Da kommt irgendwas von rechts. Lauf, 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 lauf. Komm schon. Komm schon, jetzt lauf doch. Oh, da ist der Schatten. Ich sehe den Schatten. Oh, ich hab's, oder? Scheiße. Mein Leben geht immer noch runter. Ist nicht gut. Ich bin noch im Schatten. Ich bin noch im Schatten. Ich bin im Schatten. Wieso akzeptiert er den Schatten hier nicht? Ich bin in einer riesengroßen Oase und ich stehe gerade im Schatten. Scheiße, ich werde hier verrecken. Der akzeptiert das hier nicht als Schatten. Das ist natürlich jetzt megamäßig scheiße. Ich brauche was. Ich brauche eine Kiste. Hier, Schatten. Okay. Mein Leben regeneriert sich nicht, aber es... Oh, verdammt, das fällt. Oh, scheiße. Er akzeptiert diesen Schatten hier, warum auch immer, nicht als Schatten. Oh Leute, ich glaube, wir werden jetzt sterben. Wir werden jetzt eindeutig sterben. Alter, wie verwackelt das ist. Ich gucke jetzt mal hier noch, ob ich hier irgendwie eine Kiste finde oder so. Das wird nix. Wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Ich stelle mich hier mal noch irgendwie... Hier ist doch super Schatten, oder? Hier ist doch super Schatten. Der akzeptiert das hier nicht als Schatten. Scheiße, ich dachte, hier wäre vielleicht irgendetwas, was mir den Hintern rettet. Okay, wenn ich jetzt keine Kiste finde, bin ich richtig am Sack. Muss doch irgendetwas sein. Das ist doch hier ein richtig großer Oasenkomplex. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war's. Scheiße. Egal, wo ich mich hier... In welchen Schatten ich bestelle, hier wirkt es nicht. Das war's. Ich bin gleich tot.
Naja, das passt dann aber von der Folgenlänge für eine weitere Folge. Nein. Ja. Und ich bin tot. Ja, das hat ja nicht sonderlich gut funktioniert. Ich werde das hier auf jeden Fall nochmal versuchen, insofern ich jetzt schon in den nächsten Tagen ein Update kommt für Dead Sea auf Steam. Tja, wir haben einiges von der Map gesehen. Ich habe sogar diesen Aussichtspunkt gefunden, den ich für die Shelter gehalten habe. Das Schild habe ich auch wiedergefunden. Ja, eine Menge Essen. Ansonsten bin ich schlicht und ergreifend wegen der Hitze verreckt. Der Schatten bei dieser großen Oase war anscheinend nicht schattig genug. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Let's Survive Dead Sea. Ciao.